damit willkommen zurück in Old Newtown. Diese Stadt war in der letzten Folge dem Tode geweiht. Jetzt heißt es, die Stadt wieder aufbauen. Und ich habe deshalb jetzt auch mal wieder diese weit entfernten Symbole mir angemacht, damit ich auch sehe, was passiert. Hier ist ja der wunderschöne hässliche Kreisel. Da sieht man es auch hier im Vordergrund, die Gebäude, die sind verlassen. Extrem viele Menschen sind gestorben. Extrem viele Menschen waren krank. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es jetzt langsam wieder bergauf geht. Und schön zu sehen, wir haben einen gigantischen positiven Cashflow. Und immer noch hier, einige Menschen, die sind immer noch krank, sind gestorben, müssen abtransportiert werden. Ich bin überlegen, wir haben hier zwar hier einen schönen Kreisel, wir können aber vielleicht hier noch eine Straße rüberbauen. In diese Richtung. Wenn wir das Geld dazu haben. Dazu erhöhen wir jetzt mal ein bisschen das Tempo. Und ich werde jetzt nochmal die Abrissbirne auspacken. Um nochmal das ein oder andere Gebäude zu vernichten. Dass da schnell andere Leute wieder einziehen können. Ist natürlich jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber wir haben jetzt mittlerweile eben kurz 20.000 plus gehabt. 20.000, das ist wirklich schon verdammt viel. Ui, hier ist auch ganz viel. Ganz viele Gebäude müssen weg. Und die fangen auch hier schon an, direkt neue Sachen zu bauen. Wenn wir machen. Wir schaffen ja quasi Platz für Neues. Ich will noch mal überlegen, sollte ich nicht dann auch direkt mal kurz langsam machen. Anstatt hier abzureißen, mache ich die hier einfach komplett weg und setze einfach Neues im Dunkelgrün drüber. Na, so vereinzelt zumindest. Der hier zum Beispiel. Ja, nur vereinzelt. Muss ja nicht überall sein. So, hier packen wir mal wieder die Abrissbirne aus. Denn hier sind es doch ein paar Gebäude mehr. Oh, habe ich da eben sogar ein Gebäude abgerissen, das nicht abgerissen gehört. Na, guck mal, die Industrie baut sich hier drüben auch wieder auf. Das ist doch ein gutes Zeichen. Oh, auf einmal wieder nur plus 410. Was ist passiert? Was ist passiert? Plus 20 nur noch. Ablehnen. Haben wir irgendwas Elementares vernichtet, dass auf einmal hier kein Strom mehr fließt irgendwo? Nee, soweit. Soweit, so gut, würde ich sagen, ne? Hm. Keine Ahnung, was da passiert ist. Okay, wir erhöhen das Tempo mal wieder, dass wir auch mal. Damit wir halt nicht nur beschäftigt sind, hier Gebäude abzureißen. Seid ihr belebt? Ihr seid belebt, das ist doch schon mal. Ach, guck mal hier, da kommen die 6.000 wieder. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich nachts mehr Fahrzeuge unterwegs habe, wie von der Gesundheitsbehörde, genauso wie von den, na sag schon, die Müllabfuhr ist nachts ja auch aktiver. Ja, wobei Tag- und Nachtwechsel habe ich doch eigentlich aktiviert, oder nicht? Naja. Ja, jetzt steigen hier die Grundstückswerte auf jeden Fall wieder. Und dann stehen hier auch wieder schnell, sehr schnell neue Gebäude. So, ich muss mal hier drüben
auch noch mal ein paar wegmachen, ein paar Gebäude. Damit diese Menschen auch neue... Ja, das finde ich aber faszinierend hier. Dieses Viertel ist direkt wieder on the top, ne? Das Ganze, ich nenne es mal Vergnügungsviertel. Komm, du brauchst dich jetzt nicht die ganze Zeit da einblenden. Ich werde sowieso die 50.000 mitnehmen. Weil die mir nichts bringen. Ne? Die Stadt muss jetzt aus eigenem Antrieb jetzt wieder hochkommen. Und man sieht ja auch. Oder eben auch schon gesehen, ne? Die ganzen überall ploppen irgendwelche Symbole auf, dass ja noch verdammt viele kranke Menschen sind und dass ja verdammt viele Gebäude sind, die eigentlich nur abgerissen gehören. Wie sieht es hier aus in dem Viertel? Und nur diese paar vereinzelten Gebäude. Das ist in Ordnung. Lärmbelästigung. Das ist auch etwas, wo man sich mal drum kümmern kann. Ja. Zwischen der Aufnahme habe ich mal auch den Campusbericht mir wieder einschalten lassen. Ne? Um einfach nur, um es mal zu sehen. Ne? Die Party verlagerte sich auf die Straßen außerhalb des Campusgeländes. Es gab jedoch zum Glück nur geringe Schäden. Ja. Akademische Werke 0. Studenten hatten wir 224. Das sind 176 weniger als im Vorjahr. Wahrscheinlich gehören die auch zu den Leidtragenden, die gestorben sind. Auf jeden Fall haben wir wieder einen erhöhten Bedarf an Gewerbegebieten. Vielleicht sollte ich das mal ausnutzen und ich habe doch hier drüben irgendwo, hier. Machen wir einfach mal. Setzen wir einfach hier noch ein paar Gewerbegebiete hin. Die werden schon automatisch wachsen. Nein, jetzt lass mich in Ruhe damit. So. So passt es doch. Ich meine, die Straße ist jetzt ein bisschen überfüllt hier. Aber das dürfte nicht das Problem sein. Okay, mal kurz einen Blick hier drauf werfen. 1600 Bestattungen. Das sieht doch schon viel besser aus, die Zahl. Ne, damit kann das Krematorium auch arbeiten. Bei einer Kapazität von 420 klappt das schon. So, Kinderbetreuung. Geburtenrate haben wir sind wir bei 292 die Woche. Ist okay. Kranke Kinder, Teenager. Die Zahl wird endlich wieder weniger. Und das Durchschnittsalter wird auch sichtlich wieder erhöht. Also ich tippe darauf, dass wir die Krise gerade so überstanden haben. So. Hier oben. Auch nochmal das ein oder andere Gebäude abreißen. Das nicht mehr benötigt wird. Was hat eigentlich das Gefängnis? Wie viele Insassen sind eigentlich im Gefängnis? 29 Verbrecher. Okay. Ja, du solltest dich lieber selbst fixen, weil ich da zu viele Gebäude abreiße. Ist die Stromversorgung wahrscheinlich nicht mehr sichergestellt dort oben in die Viertel. Na, guck mal, hier ist noch ein einzelnes Gebäude, das kommt noch weg. Dann sind die auch wieder glücklich. Boah, es wächst. Es wächst wieder. Wir haben die 24.000 Einwohner wieder. Bürogebäude sieht doch ganz gut aus. Wenn das Geld wieder da ist, wird hier eine Verbindung gezogen. Und hier habe ich eigentlich hier eine Bibliothek drin. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Oberschule, öffentliche Bibliothek. Ne, wir könnten hier noch eine Bibliothek reinsetzen. Hier irgendwo.
würde ich ganz gut finden, oder hier unten, um ablehnen. Um die Menschen auch wieder einen Ticken zufriedener zu machen. Kranke Bürger sind immer noch verdammt viele, aber ich habe nachher sonst einfach viel zu viele Krankenhäuser. Wobei, kann man zu viele Krankenhäuser haben? Ich weiß es nicht. Aber das sind Sachen, denen muss ich mich nicht beschäftigen. So, was kann ich jetzt noch machen in der Zeit? Natürlich könnte ich jetzt die Steuern erhöhen. Das wäre aber auch wieder nicht verhältnismäßig. So, wie sieht es denn bei dir hinten aus? Achso, Besucher letzte Woche 3. Ist halt nur ein örtliches Schwimmbad. Hier drüben war doch irgendwo ein Arzt. Hier, direkt vor meiner Nase. Arztpraxis. Die ist fast ausgeschöpft, ne? Krankenwagenverwendung 6 von 8. Ich meine, das ist... So, mal Tempo runter. Ich meine, hier ist die Ambulanz. Wer bist du? Wohnort, die Seeresidenz und Koordinatorin bei der Kartonfabrik. Ziel ist die edle Boutique. Ja, in der Zeit laufen wir mal mit der Person mit. Über die Straße rüber. Bin mal gespannt. Okay, da wird einem, könnte einem schlecht bei werden. So wie die sich bewegen. Die Frage ist. Okay, damit hat sich das erledigt. Hat sie direkt hier so eine Einkaufsmöglichkeit hier vorne direkt genutzt. Ja, wenn wieder Geld da ist, sollte ich trotzdem, ich meine, hier ist so viel los, nochmal trotzdem ein großes Krankenhaus hier unten irgendwo hinbauen. So, hier die Ecke zum Beispiel. Ablehnen. Denn jetzt haben wir wieder 4400 kranke Menschen. Die Verstorbenenrate geht auf einmal wieder hoch. Das Darlehen, das 20.000er Darlehen könnten wir auch wieder zurückzahlen. Oder könnten wir wieder eins aufnehmen. Würde aber auch am Cashflow nicht wirklich was ändern. So, die Frage ist, wie kann ich die Stadt jetzt noch retten? Ich könnte jetzt einfach noch sinnlos mehr Gebäude bauen. Mehr Wohngebäude natürlich. Ich musste aber auch aufpassen, dass hier die ganzen Anschlüsse da sind. So, wir machen euch mal weg. Es tut mir leid. Und hier kommen noch große hin. Hier kommen noch ein paar große Gebäude rein. Oh, sorry. Da kommt auch weg, die kleinen. Da kommt ja auch große hin. Dass wenigstens Kapazität da ist. Und die Menschen ziehen schon wieder aus. Gibt es eine Richtlinie, um die Gesundheit zu fördern von den Menschen? Also symboltechnisch, nein, nicht akzeptieren, ablehnen. Symboltechnisch sehe ich schon mal nichts. Rauchverbot, Haustierverbot. Das Krankenhaus ist jetzt auch fast voll ausgelastet. Kein gutes Zeichen. Also. Ich habe jetzt die Wahl quasi. Fange ich eine neue Stadt an? Oder warte ich, bis die Stadt sich selbst überlässt? Dass ich alles runterfahre, den ganzen Betrieb, und dann warte? Na gut, aber da, ich meine, zwischendurch haben wir einen positiven Cashflow. Was ich jetzt noch machen könnte, ist natürlich Budget. Ich könnte nachts das Budget runterstellen von der Schule zum Beispiel. Nachts brauchen wir keine Schule. Wir könnten das Budget runterdrehen von den Bussen. Machen wir das mal ein bisschen. 89%. 90%.
Es ist aber auch. Es sind ja nur Peanuts, um die es sich hier dreht, ne? Ablehnen. Sind ja auch nur Peanuts. Schiffe und Fähren. Das ist ein dicker, fetter Batzen. So, wenn wir den jetzt ein bisschen runterdrehen. Wird es auch nicht nennenswert weniger, oder? Ja, okay, bisschen. Polizei kann ich nicht. Die kann ich auch nicht. Hier, diese Industrie runterdrehen, es macht auch keinen Sinn. Wie viel Strom haben wir zu viel? Wir haben massenhaft Strom zu viel. Wir könnten mal schauen, dass wir tagsüber den Strom mal ein bisschen runterdrehen. Um, sagen wir mal, 10%. Dasselbe machen wir auch mal mit dem Wasser um 10%. So, wir könnten 20.000 wieder annehmen an Darlehen. Wir könnten noch die Steuern hier unten ein bisschen erhöhen. Um 1%. Hier auch nochmal um 1%. Dass wir überall also auf 11% sind. Mögen die Menschen halt aber auch nicht. Ja, ich muss einfach die Möglichkeit haben, wieder ein weiteres Krankenhaus zu bauen. Und das geht nur, wenn sich das jetzt langsam mal hier ausgleicht. Und da sehe ich aktuell noch relativ schwarz drinnen. Ablehnen. Und dann muss ich die Chance haben, mir Darlehen aufzunehmen. Um dann das Krankenhaus zu bauen. Denn wir haben schon wieder minus 4.000. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also so urplötzlich vor allen Dingen. Einzigartigen Gebäude. Können wir mal belassen. Ich kann mal die Parks runterdrehen. Nochmal um 50% nachts. Na, dann ist da noch ein bisschen mehr. Feuerwehr, Polizei runterdrehen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Wir werden mal die Müllabfuhr runterdrehen. Taxi, Post. Das sind alles nur Peanut-Beträge. Züge ist okay. Drehen wir hier nochmal ein bisschen an der Schraube. Und dann hoffen wir das Beste. Aktuell sind wir bei minus 130.000. Das ist... Muss ich jetzt hier doch nochmal die Abrissbirne auspacken? Muss ich das jetzt vielleicht die ganze Zeit tun, bis es... bis sich das Ganze wieder gefangen hat? Das kann es ja nicht sein. Ich glaube, dass es mir bis jetzt auch noch nie passiert, dass ich jetzt so krass Geldprobleme habe. Vor allem von jetzt auf gleich, dass es auf einmal so extremst. Aber das ist etwas, damit hätte man doch rechnen können eigentlich, oder? Ich meine, umso mehr Menschen in der Stadt dauernd einziehen, da muss doch irgendwann das mal passieren. Nein, die Menschen sterben ja schließlich auch. Eines natürlichen Todes war. Ich meine, das Gesundheitssystem in dieser Stadt jetzt beschissen war. Das muss man jetzt ja mal so sagen. Okay. Aber das. Was wir mal machen könnten. Was ich jetzt suche, ist jetzt erstmal die Bahnstrecke. Fährt die Bahn noch? Ja. Dann können wir mal eine Runde mit der Bahn mitfahren. Hier, ab wieder einsteigen. Okay. Dann können wir es mal kurz von oben betrachten. Okay, jetzt ist ja natürlich der Maximum Zeitraffer drin, aber... Ja, an und für sich klappt es doch, ne? Ach so, das sind Internetzüge. Okay. Der Zug fährt jetzt ganz raus. Ich dachte, es wäre einer von meinen Zügen, der jetzt da anhält. Okay. Den
muss auch so einiges weg. Da ist, glaube ich, ein Blitz irgendwo eingeschlagen. Ein paar Gebäude wegreißen. 125.000. Nee. Ich sehe da jetzt gerade aktuell nichts, was mich positiv stimmt. Ich könnte natürlich die Steuern noch mehr erhöhen. Aber das mögen die ja genauso wenig. Ich meine, die Menschen sind einfach nur krank. Die wollen zum Arzt. Ne? Und die Leichen, die stapeln sich ja auch. Ja, ich könnte vielleicht auch noch mehr. Ja, es wird nicht besser. Guck mal, die Zahl ist auch wieder runter. Ja, es fehlt an so vielen. Also ich müsste ein Krematorium bauen. Ich müsste ein Krankenhaus bauen. Wie lange würde es denn noch dauern, bis ich den Kredit zurückgezahlt habe? Die 50.000, die bringen ja gar nichts. Die sind ja wieder ruckzuck weg. Ich kann die auch nicht ausgeben. Die Statistiken sehen ja generell nicht gut aus. Wir können jetzt noch... Die Ausgaben sind ja im Allgemeinen ja wesentlich höher als die Einnahmen, was auch weiter nicht... Komm, das machen wir. Wir machen jetzt die ganzen Verbindungen weg, also Zugverbindungen auf jeden Fall. Na, und dann können wir die mal irgendwann wieder einrichten. So, Zuglinie löschen. So. Wir haben jetzt mehr Studenten in diesem Jahr. Ja. Was gibt's da zu sagen? So, damit haben wir massenhaft Geld gespart, oder? Denn das hier müsste jetzt ja gleich auf Null wieder gehen. Aktuell 100.000. Roundabout an Schulden. Wie wäre es, wenn ich jetzt hier noch als Richtlinie... Gibt es nicht sowas? Besteuerung. Steuererhöhung für Bürogebäude nochmal 2%. In dem Gebiet. Finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber es ist jetzt notwendig. Es ist eine schwere Lage für die Stadt. Ne? Das ist ein, gehört zu den größten Krisen, die Old Newtown bisher durchmachen musste. So, ich kann vielleicht beim Booster Campus da unten. Können wir hier noch ein bisschen Geld sparen? Ja, wir könnten. Wir sparen hier erstmal alles ein. Boah, beziehungsweise den Uni-Arzt behalten wir bei. Na, das spart auch noch alles ein kleines bisschen. Und zwischendurch die alten Gebäude abreißen. Na, ich sehe echt da langsam 78.000. Wir kommen der Sache näher. Und wenn dann Geld wieder da ist, mit dem wir wirtschaften können. Oh, minus 1.000. Wo kommt das auf einmal her? Minus 4.000. Ei, komm, jetzt tut mir das nicht an. Ich arbeite doch schon dran. Ich arbeite doch dran, Leute. Tut es mir nicht an.
Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder auf die 100.000 hochziehe. Sollte ich mal schauen. Wir könnten doch genauso gut Stromversorgung. Eines dieser Dinge ausschalten. Ausschalten. Dann haben wir keine Betriebskosten mehr von dir. Da sind wir aber auch hart an der Grenze, ne? So, Wassererzeugung. Hier unten. Ablehnen. Wir machen jetzt ein Abwasserding zu. Das ist, sind zwar auch nur Peanuts. Aber haben oder nicht haben, ne? Feuersicherheit bei 40%. Kriminalitätsrate 5%. Wir schauen mal, was das Gefängnis kostet. Uns auch 2.400 in der Woche. Auch geschlossen. Oh, hier oben. Und ich kann es nicht fixen. Ich habe nichts, um es zu fixen. Und da haben wir wieder 100.000 an Schulden. Von jetzt auf gleich. Die ganze Stadt hier drüben ist vom Strom abgekoppelt. Weil wir mehr Strom benötigen, als wir haben. Dann machen wir es mal anders. Dann machen wir das Gerät wieder an. Und machen die beiden mal aus. Das sind auch nur Peanuts, ne? Ja, scrollen wir mal nach oben. Wo haben wir denn noch was gebaut, was Strom erzeugen kann? Hier unten sind Kraftwerke, die 504 die Woche fressen. Ablehnen. Wir machen dich jetzt aus. Und wir machen dich jetzt aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Stromerzeugnis 348, Stromverbrauch 243. Wasser können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Werden wir dich ausmachen. Und wir werden dich ausmachen. Damit können wir da auch noch mal Geld sparen. Wo können wir noch Geld sparen? Haben wir hier eine Buslinie, die wir nicht brauchen? Buslinie Nummer 3 zum Beispiel. Ich werde einfach alle Buslinien löschen. Und werde die neu auflegen. Da sparen wir auch nochmal Massengeld dran. Dadurch sind die Menschen zwar unzufrieden. Verfügbarer Strom. Wir haben verfügbaren Strom. Aber wir haben keine Verbindung. Das kann nicht sein. Ihr habt doch Strom. Ihr müsstet Strom kriegen. Naja. Egal, wie es ist, wir haben jetzt minus 60.000. Das ist doch schon mal... Das ist schon mal ein bisschen was. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und ich sehe, das war's auch wieder für heute. Ich weiß, es ist nicht viel passiert. Aber wir kommen langsam vorwärts. Ne, wir haben jetzt auch nur noch hier jetzt 40.000 übrig. Auch da an Schulden. Und ich denke, wenn es so weitergeht, könnten wir in der nächsten Folge dafür sorgen, dass es die Stadt überlebt. Wenn nicht, abreißen, neue Stadt bauen. Naja, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und vergesst den Daumen nach oben nicht. Danke. Ciao.